Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mir ist leider ein kleines Malheur unterlaufen und zwar habe ich Videos vermixt. Und zwar habt ihr jetzt schon Videos gesehen, die eigentlich noch gar nicht so weit waren und ich habe jetzt noch Teile, die ich gefilmt habe, die eigentlich vorher passiert sind. Deswegen in diesem Video werde ich jetzt alle ein bisschen zusammenbringen, deswegen wundert euch nicht, wenn Sachen, die eigentlich schon fertig sind, jetzt erst gemacht werden. Viel Spaß! Okay, also Trocknungszeit 4-5 Stunden. Das heißt, bevor ich heute Abend wieder heimgehe, kann ich aber noch eine Schicht machen. Das finde ich gut. Dann kann ich ja jetzt erstmal andere Sachen machen. Dieser Trennstreifen, der kommt dann hier außen rein, wenn wir hier Beton reinmachen. Aber warum ich eigentlich auch zum Baumarkt gegangen war, war wegen dem Leerrohr, weil ich mich da durchbohren muss, weil ich hier mit der Fußbodenheizung hier reinkommen muss. Das habe ich nicht gekauft. Leerrohr. Naja, das heißt, ich muss sowieso nochmal zum Baumarkt. Das mache ich wahrscheinlich morgen nach der Arbeit. Jetzt habe ich im Gäste-WC auf dem Boden da Beton reingemacht, um das Rohr, damit es jetzt gut aushärten kann bis morgen. Damit ich dann morgen vielleicht sogar mit der Trockenbauwand anfangen kann. Und ich wollte jetzt eigentlich ja nochmal hier nachpinseln. Aber alles, was schwarz ist, da ist der Teer hart und alles, was braun ist, da noch nicht. Oder Bitumen. Das heißt, ich gehe da jetzt noch nicht wieder drüber, weil da eben noch so viel Unhartes ist. Ich mache jetzt Feierabend und mache es dann morgen, wenn ich von der Arbeit komme halt wieder. Rasen ist leider immer noch nicht weiter gewachsen. Dafür hat Caro richtig viel Sachen schon eingepflanzt. Die Beete sind eigentlich quasi schon voll. Also geht vorwärts hier. Ich habe jetzt viele Kleinigkeiten heute gemacht und habe nicht viel gefilmt, weil es nicht wirklich alles wert war, irgendwas zu filmen. Aber ich zeige euch die Sachen natürlich trotzdem, wenn wir daran weiterarbeiten. Ich habe jetzt heute noch gar nichts gefilmt, obwohl ich schon ein paar Sachen gemacht habe. Ich habe noch eine Lage von dem Teer aufgebracht. Ich habe im Gäste-WC angefangen, die Trockenbauwand zu stellen. Da ist jetzt aber nichts Besonderes passiert, das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Aber mir ist eingefallen, dass ich ja irgendwie hier durch die Wand durch muss. Von hier nach da mit meinen Fußbodenheizungsrohren. Und dadurch, dass man pro Heizkreis immer nur 10 Quadratmeter haben sollte, weil sonst die Wärmeverteilung ungleichmäßig ist, brauche ich in dem Wintergarten eben 2 Heizkreise. Und jetzt dachte ich, ich werde zum ersten Mal eine von diesen Scheiben hier, die ja irgendwie 100 Euro das Stück kosten oder 90 oder so, zum Fußbodennutfräsen einbauen. Da dachte ich, das zeige ich euch mal. Das ist eben hier die Schlitzfräse. Die war ja auch in dem Set von der Fußbodenheizung dabei. So, und ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das hier mit den Spacern ist. Also die Scheibe, die zum Schlitzefräsen drin ist, die nehme ich raus. Nehme mir hier wahrscheinlich in der Dicke von der Scheibe, nehme ich mir das auch raus. Ja, ich schätze mal so irgendwie. Dann gibt es hier eine Drehrichtung, die man beachten muss. Passt ja echt gerade so hier drauf. Krass. Jetzt muss ich hier mit den Spacern wieder auffüttern, so dass es passt. Aber das sieht ja perfekt aus hier. Die beiden Sachen, die kann ich jetzt wieder hier mit reinholen. Da bin ich so unendlich gespannt hier. Ziehe ich das hier einfach wieder an. Das finde ich auch cool, dass es hier so eine Handanziehmutter ist und nicht irgendwie mit einem krassen Gerät. Und jetzt ist dieser Oschi hier drin verbaut. Jetzt muss ich nur wieder die Tiefe einstellen. Die Heizungsrohre, die haben ja, glaube ich, 16 mm. Da muss ich gleich nochmal gucken. Das heißt, ich werde hier nur 20 mm tief fräsen. Das kann man ja zum Glück hier einstellen. Und ich muss erstmal nur hier so einen kleinen Schlitz reinmachen, damit ich dann hier mit meinem Leerrohr durch die Wand gehen kann. Leerrohr habe ich heute gekauft. Ein Fußbodenheizungsrohre kann ich jetzt auch nicht durchstecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, ist ziemlich hoch. Deswegen mache ich jetzt einfach Leerrohre, bereite das damit vor und dann den Rest bohre ich einfach. Das heißt, ich mache jetzt nur hier so 4 Schlitze hin, wo ich dann durchgehen kann mit meinen Rohren in den Wintergarten. So, jetzt seid ihr live dabei, wie ich das Ding zum ersten Mal anmache damit. Es sind noch keine 2 cm, die ich drin bin. Hast du hier 20 mm eingestellt? Nee. Muss da noch tiefer rein. Also mein Denkfehler ist, die eigentliche Scheibe, die da dabei ist, die hat einen größeren Querschnitt als die. Das heißt, ich habe jetzt hier zwar auf 20 mm stehen, aber dadurch, dass sie einen kleinen Querschnitt hat, Durchmesser so, deswegen muss ich das tiefer einstellen, damit ich die gleiche Tiefe hier habe. Jetzt geht es mal auf 25 mm und guck mal, wie tief ich dann bin. So, das ist wahrscheinlich immer noch keine 20 mm tief. Nee, jetzt sind es 15. Das heißt, ich gehe jetzt auf 30 und probiere das Ganze nochmal. Jawohl, jetzt haben wir hier 20 mm. Also coole Sache. Das Ganze mache ich jetzt noch 3-mal hier nebeneinander. Und dann kann ich nämlich hier später mit meinen Rohren, wie ich hier so Bogen machen und werde damit hier hintergehen. Nice. Also fräsen ist coole Sache. Macht Bock soweit. Ich markiere mir jetzt hier einmal, wo ich ungefähr lang will, damit ich das auch hier richtig fräsen kann. Also ich muss ja hier rüber, weil die Tür ist da und ich komme von da. Das heißt, ich lasse hier einfach meine Rohre mit heizen quasi, die da rausgehen. Natürlich möglichst kurzer Weg, aber das ist eben der kürzeste von durch den Flur hier rein und dann hier raus. Aber da muss ich eben einmal hier diesen Knick machen. Ist halt so. Jetzt werde ich versuchen, diese Kurven hier zu fräsen. Ich weiß nicht, wie eng ich diesen Radius machen kann. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Ja, und hier ist dann quasi hier der Radius.
Also eigentlich wollte ich jetzt noch was anderes machen, aber das macht gerade so Bock, dass ich hier jetzt noch die vier Ecken mache, damit es schon mal gemacht ist. Ich habe mir dafür jetzt hier die Striche angezeichnet und das ist auch alles, was ich brauche. Hier vier Striche und da vier Striche und an diesen Strichen kann ich jetzt einfach hier meine Kurven machen. Und ich fange natürlich mit dem kleinen Radius an und arbeite mich dann immer weiter hoch, damit ich immer einen Anhaltspunkt habe. Es macht echt richtig Bock. Also ich meine, ich mache jetzt keine Fläche mit dem Ding, weil es ist nur so für Kurven und so gedacht und für Tight Corners. Die große Fläche machen wir dann natürlich mit der großen Maschine, da gibt es dann noch ein eigenes Video dazu. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine zu scharfe Kante drin. Da muss ich jetzt nochmal lang gehen. Also, holt euch alle eine Fußbodenheizungsfräse. Das macht so Bock. Bisschen genossen, wie die Sonne hier reinscheint und mir vorgestellt, wie es da hinten aussehen wird, wenn das alles richtig schön grün wird und hier Wasser drin ist. Schon fast zu schade zum Vermieten, muss man eigentlich auch bewohnen. Aber ich wollte euch jetzt auch schnell zeigen hier, was ich vorhin gemacht habe. Und zwar das hier. Hier habe ich schon mal die Rahmen hingeschraubt für die Vorbauwand, die hier hinkommt. Das Klo wird dann hier reingebaut. Das müsste eigentlich diese bzw. nächste Woche kommen. Aber ich hoffe, dass ich nächste Woche einbauen kann. Und dann muss ich hier nämlich auch nur dieses Stückchen verputzen, weil hier wird auch komplett gefliest einfach. Oder ja, mal gucken, vielleicht mache ich auch nochmal Feinputz dann hier drauf und spachtel das komplett, dass man das dann wirklich nur alles hier auf die Höhe fließt, reicht ja eigentlich. Überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Ich mache das mal Feierabend. Ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag auf der Werft und dann kann ich Vollzeit hier ballern, da freue ich mich schon drauf, dann geht es richtig vorwärts. Deswegen gehe ich jetzt was essen, grillen und dann ins Bett. Letztes Mal um 5 Uhr aufstehen und dann freue mich drauf. Bis morgen. Und da bin ich auch schon wieder. Jetzt ist mein Plan, mit der Bohrmaschine, jetzt da, wo ich angefangen hatte zu fräsen, weiter zu bohren, weil ich ja auf der anderen Seite rauskommen möchte, weil ja da dann die Fräsung weitergeht im Wintergarten. Ich probiere jetzt, ich weiß nicht, ob das geht, hier relativ flach wie möglich rüber zu bohren. Kann natürlich sein, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber wir werden es rausfinden. Auf der anderen Seite sieht man jetzt noch nichts, jetzt muss man mal saugen. Also drüben rausgekommen bin ich natürlich wesentlich tiefer als gewollt. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich probiere jetzt einfach die anderen noch flacher zu bohren. Zwischendrin jetzt nochmal saugen und gucken, wie es hier drüben aussieht. Es ist hier mir natürlich ein bisschen was Blödes passiert und zwar ist hier unten jetzt was rausgerissen, da wo ich jetzt gerade frisch hier das Bitumen hingemacht hatte. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil dadurch, dass es noch frisch ist, kann ich jetzt einfach Neues dazu mischen und dann trocknet das als eins wieder aus. Aber, also eben habe ich versucht hier ein Stück Stein rauszuziehen, wo das dran ist und da wo das schon getrocknet ist, da kriege ich es kaum ab, weil es so gut angehärtet ist. Also ich bin ja zuversichtlich, dass es die Anforderungen hält. Ich fräse jetzt hier noch zwei kleine Schlitze rein, damit ich dann weiß, wo ich mit meinem Leerrohr rauskommen muss. Und dann schmiere ich das Ganze wieder da ein mit dem Bitumengedöns. Und dann kann es erstmal wieder trocknen. Und dann kann man später hier dann die Leerrohre ja einfach... Ich denke mal, ich mache das einfach mit Schaum. Einfach, dass die erstmal in Position sind. Also, das ist der übelste Kampf, wieder reinzukriegen. Aber jetzt sind schon zwei drin. Das ist ziemlich gut aus. Aber ich bin nass geschwitzt von den zwei, die drin sind. So, also bleiben noch zwei. Das geht aber echt nicht gut, also okay. Das ist natürlich Vorführeffekt, wenn es jetzt einfach reingeht. Ja, aber dem war es so nicht. Also, wieder 100 Mal hier mit der Bohrmaschine rein, raus. Wenn ich fertig bin, melde ich mich. Jawohl, es sind drei drin, nur noch eins. Dazu muss ich aber hier das Rohr wegmachen. Also es war der übelste Akt, aber es sind alle vier drin. Hier war echt ein bisschen hakelig wegen den beiden Rohren hier, aber ist geregelt. Naja, und auf der anderen Seite sieht es jetzt so aus. Hier sieht man, dass da das abgebrochen ist. Also hier die Versiegelung ist weg. Die mache ich natürlich neu. Da muss ich hier nochmal so ein paar Stückchen raussammeln, wie ihr sehen könnt. Aber dadurch, dass da eh so ein See war, kann ich das hier einfach rausziehen und dann da die neue Versiegelung reinmachen. Da muss ich jetzt nochmal mit dem Kompressor durchgehen, den ganzen Staub wieder rauspusten. Und dann mache ich da die Versiegelung rein und dann ist schon wieder Feierabend für heute. Die Zeit rennt übel, oder? Habe ich heute noch einen Anruf bekommen. Und zwar kommen die anderen beiden Klos. Wir brauchen hier in dem Haus nur eins, aber das andere Klo kommt. Und das ist ziemlich gut, weil ich ja angefangen habe, die Trockenbauwand zu bauen. Und um da weiterzumachen, brauche ich das Klo. Weil das mir ja alle weiteren Maße vorgibt. Das heißt, wenn es am Freitag kommt, also ich habe am Wochenende Besuch, deswegen wird dieses Wochenende nichts, aber dann können wir hier das nächste Klo reinstellen. Dazu gibt es dann mal ein extra Video, wo nur das erklärt wird. Indem du fragst, welcher Hund wäre ich? Alexa, welcher Hund wäre ich? Ich bin mir leider nicht sicher.
Okay, danke für diesen Beitrag, Alexa. Okay, also, Tagchen Sie, es ist Sonntag, mein ganzer Besuch ist weg. Wir hatten ein geiles Wochenende soweit. Und ich dachte, ich gehe jetzt nochmal hier rüber, weil so ein paar Sachen geliefert wurden. Da wollte ich vielleicht mal was auspacken und mal kurz angucken, wie es aussieht. Ich hatte wieder bei Vente Privé, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es hieß früher Vente Privé, jetzt heißt es VP, habe ich Klos und die Duschwanne bestellt. Also, ich hatte das letzte Mal 3 Klos bestellt und jetzt habe ich 2 Klos bestellt, weil ein Klo geliefert wurde. Und jetzt kam wieder nur ein Klo. Also, jetzt bin ich immer noch ein Klo short. Aber gut, das ist halt so, das ist jetzt nicht so schlimm. Du bleibst hier, Babosi. Aber ich wollte euch gerne noch was anderes zeigen. Und zwar, kannst du dich bitte hinsetzen, Babosi? Sitz. Nein, bleib. Und zwar zum einen trocknet gerade dieser Teich hier komplett aus. Das heißt, ich kann mich hier mit der Schippe hinstellen und einfach den ganzen Dreck einsammeln. Und zum anderen wollte ich euch noch gerne was zeigen. Alexa, Bewässerung für 10 Minuten einschalten. Okay, ich will Bewässerung für 10 Minuten einschalten. Ja, Mann, das ist geil, oder? Ich lieb's. Und der Rasen sieht auch schon nicht schlecht aus inzwischen. Also es ist wirklich, wirklich im Gange alles hier. Dann hatte ich jemanden da, die haben hier die ganzen Bodenplatten eingesammelt. Hier habe ich mich draufgestellt, ist ein bisschen dumm, ist dann eingebrochen. Bin halt doch ein bisschen fett. Also das hier, das wird ja wohl der Hammer hier. Auch wenn ich hier nicht wohnen will. Babosi, rein. Auf jeden Fall hatten wir hier auch wieder einen Trecker mit Anhänger dabei. Sind 60 Kilometer mit so einem Trecker hierher gefahren. Haben wir bis hierher reingefahren und haben dann alle Platten eingeladen. Dann war er vollkommen überladen. Dann haben wir keine Ahnung wie lange Reifen aufgepumpt. Ich habe zum Glück einen großen Kompressor. Sonst hätten wir das gar nicht machen können so. Wir hatten so einen kleinen 12-Volt-Kompressor dabei. Das wäre übel gewesen. Aber ja, um nach Hause zu kommen, haben wir die noch ewig aufgepumpt. Also vielleicht 20 Minuten oder so. Aber es ist halt nicht alles weggekommen. Aber ich muss hier nochmal schreiben. Also es war von Kleinanzeigen, dass sie vielleicht hier den Rest auch noch abholen. Aber was ganz interessant ist, dass ich mir dann jetzt hier das angucken kann. Ich denke nämlich, dass das hier auch ein Betonfundament ist, wo dann gefliest ist. Das heißt, ich kann das auch einfach hier alles abstemmen und dann ist das gut. Genau, soweit so gut dazu. Wir gehen wieder rein und ich hole mal das andere Klo, was gekommen ist, dass wir uns das mal anschauen können. Es ist Muttertag. Ich würde ja am liebsten bohren und das schon installieren, aber das mache ich nicht. Aber ich habe bei Kleinanzeigen zum Verschenken Pampasgras gefunden. Das gehe ich nachher abholen. Da freue ich mich drauf. Dann schauen wir mal schnell die Sachen an, die gekommen sind. Da ist noch eine Kloschüssel. Das ist die Duschwanne, die das letzte Mal gekommen ist. Hier ist wieder das eine Einbauklo und hier ist unsere Duschwanne. Die Duschwanne, da habe ich ja jetzt wirklich fiebernd drauf gewartet, damit ich dafür alles vorbereiten kann, weil ich ja dieses Loch noch nicht gestemmt habe für den Abfluss. Und dann haben wir hier noch, das ist übrigens alles Furniture. Behindert. So, da haben wir Kleber für die Toilettenpapierhalterung. Und hier drin ist die Ablaufgarnitur. Die werden wir dann auch zusammen wieder installieren. Also das ist erstmal uninteressant. Wir wollen erstmal das hier mit reinnehmen. Ich gehe mit meinem Einbauklo. Mein Einbauklo mit mir. Hier sind wir hier wieder wie in der allerersten Episode. Im winzigsten Zimmer des Hauses. Ach, das ist ja genial hier. Hier ist sogar so eine Aufreißschnur. Ich werde sie nutzen, wenn es funktioniert. Ja, Mann. Ja. Tada, ein Klo! Die Hälfte davon brauchen wir erstmal. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier wieder den Einbaukasten. Also, um das zu sehen, müsst ihr die Episode angucken. Die heißt irgendwie Einbau-WC einbauen. Das ist nämlich die Duschwanne. Und die können wir jetzt mal da drüben hinlegen und mal gucken, wie es aussieht. Sieht man hier den Boden? So ein bisschen, ne? So, und dieser hier hin. So, die Ecke ist nicht ganz ein rechter Winkel, das ist aber nicht schlimm. Ist sogar in Ordnung. Und jetzt hier kann ich jetzt gucken, wo ich hier runter muss. Mit einem Rohr runter. Beziehungsweise muss ich nicht, weil nämlich ich keinen geraden Anschluss habe, sondern einen solchen Anschluss. Das hier werde ich verbauen und dann kann ich von hier einfach mit einem HT-Rohr weitergehen und hier einfach runtergehen. Ach, guck mal her, das ist sogar hier beweglich. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das ist ja cool. Ja, okay, auf jeden Fall muss ich in die Betondecke, in die vorhandene Betondecke, muss ich ein Stückchen wegstemmen, damit ich das hier im Boden einlassen kann quasi. Weil wir ja unsere Duschwanne auf der Höhe behalten wollen und nicht noch tiefer kommen wollen. Ich denke, ich werde das irgendwie so in den Winkel einbauen, damit ich ja auch wieder möglichst nah an der Wand runtergehen kann und dann unten wieder an mein Rohr gehen kann. Das wird doch cool. Und dann muss ich mich nochmal informieren, ob man nicht vielleicht die Wand erst abdichten sollte. Aber soweit ich weiß, klebt man dieses Abdichtband sogar irgendwie gegen die Duschwanne. Aber vielleicht mache ich es auch nicht mit Abdichtbahn, sondern mit so einem Lack, so einem wasserdichten Schlemme ist das wahrscheinlich. Das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mir noch überlegen. Da muss ich dann ja wahrscheinlich auch die Baustopfen erstmal für rausnehmen und dann diese Verlängerung einbauen. Aber das werde ich dann sehen. Ah, das hier sieht schon mal ganz gut aus, ne? Also ich meine hier im Bad von der Konstellation her. Dusche ist jetzt nicht gigantisch, aber ist okay. Man kann drin duschen. Das ist das Wichtigste. Ich werde mich jetzt in das Daybed legen, in der Runde pennen und dann gehe ich Pampasgras abholen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Es ist Montagmorgen und ich habe euch ja gestern so ein paar Sachen gezeigt, die anstehen. Und ich werde jetzt mal als allererstes hier fortfahren.
weil ich ja hier zuletzt diese Bitumenabdichtung hingeschmiert habe. Und die ist jetzt wirklich schon ziemlich gut durchgetrocknet. Also wenn ich hier meine Hand drauflege, das ist schon, also es klebt nicht mal mehr. Also es ist ziemlich gut. Gestern, als die Sonne hier so reingeballert hat, da war das dann natürlich wieder ein bisschen weich. Das ist ja klar. Ja, eine normale Eigenschaft davon. Aber ich werde jetzt hergehen mit dem Brunnenschaum und da so Raupen reinmachen. Raupen meine ich jetzt Schweißraupen so nebeneinander, weil ich will das ja nicht voll machen, sondern ich will das wirklich nur ein bisschen füllen, damit ich dann da oben drauf eben mein Estrich wieder kippen kann. Und ich habe erstmal nur eine Dose Brunnenschaum gekauft und ich will erstmal gucken, ob mir das überhaupt hier reicht. Ich denke, das ist das Gleiche, was hier anstand, muss ich da hinten auch nochmal machen. Deswegen gucke ich erstmal, wann ich damit komme und dann kann ich mehr davon bestellen, weil diese Beko-Brunnenschaum-Dinger, die sind online wesentlich günstiger als beim Baumarkt oder hier beim Baustoffhandel. Deswegen mache ich das mal davon abhängig. Dadurch, dass heute mein erster richtig freier Tag ist quasi und ich jetzt nur noch wieder in die Uni muss und nicht auf die Werft arbeiten, hoffe ich, dass ich richtig was gerissen bekomme heute. Aber das werden wir sehen. Steht einiges an. Also starten wir. Und ich habe das gerade in einem richtigen Kackformat gefilmt aus Versehen. Ich hoffe, ich habe das gestern nicht auch alles in dem Format gefilmt. Muss ich gleich mal gucken. Das hier ist der, den ich dafür nutze. Das hat ja auch ganz normalen Drehverschluss, wie die anderen auch. Was ich cool finde, ist, dass hier direkt dieser Schlauch dabei ist. Bei manchen fehlt der leider. Aber der ist echt gut, weil damit kann man halt auch schön in die Ecken reinkommen. Man kann dann so ein bisschen in Position biegen. Außerdem ist hier ein paar Handschuhe dabei, ist auch ganz cool. Aber das Wichtigste ist erstmal lange schütteln. Der Grund, warum ich jetzt hier für Brunnenschaum nehme, ist der, dass Brunnenschaum ja auch abdichtend ist. Das heißt, wenn jetzt hier das Ding irgendwie reißen sollte, weil es mal sich unendlich weit dehnen sollte, also die Schicht, die ich jetzt hier aufgebracht habe von 3 Schichten Bitumen, dann habe ich immer noch das hier, was auch noch abdichtend wirkt. Deswegen nehme ich das, einen normalen Bauschaum. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Irgendwo hier unten ist auch noch das eine Heizungsrohr, habe ich dann auch rausgerissen, deswegen ist hier auch ein bisschen hohl, da muss ich natürlich auch Schaum reinmachen. Naja, ich versuche halt eine deckende Schicht zu machen. Hier irgendwo müsste, genau, hier unten drunter ist hohl. Da muss ich mal drunter. Das war's schon mit dieser Kartusche. Trauerspiel. Aber egal, das ist schon mal gar nicht schlecht hier. Gefällt mir. Ich stelle das jetzt einfach direkt nochmal. Ich hätte das letzte Mal sogar 17 Euro für bezahlt. Gibt's jetzt auch hier für 14. Also schnapp ich mir die. So, da sind wir jetzt wieder im Bad. Ich habe jetzt heute Morgen das Klostellvideo gedreht. Als einzelne Sache in der Hoffnung, dass das mehr Aufrufe bringt. Mehr Leute über diesen Kanal stolpern. Also lächerlich, dass dieses Plastikteil einfach eigentlich irgendwie 60 Euro kostet. Und bei Bon Privé hat es jetzt 45 gekostet. Aber trotzdem einfach lächerlich. Naja, auf jeden Fall muss dieses Teil halt hier in den Boden eingelassen werden. Weil das ja dann unter der Wanne sitzen muss. Und um das in den Boden einzulassen, habe ich mir hier das schon mal angezeichnet, habe mir die Mitte, habe mir hier die Wanne draufgelegt, habe hier meinen Kreis hingezeichnet von der Aussparung da. Und jetzt werde ich hier einfach mal da, wo ich angezeichnet habe, hier so eine Kerbe wegstemmen. Und dann hier ist dann mein HT-Rohr. Das hier geht dann halt nach unten. Das heißt, ich brauche irgendwo hier dann auch mein Loch. Vielleicht baue ich die Löcher einfach erst. Ich denke, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Und dann stemme ich mir das hier im Nachgang frei. Das ist ein guter Plan. Ich werde jetzt erstmal bohren und mir unten noch eine Bütte hinstellen, dass das ganze Gedöns, wenn es unten aufbricht, dass es dann in die Bütte fällt. Ja, ne? Bütten stehen bereit. Hä? Was ist das denn jetzt? Einfach mal um 3 cm verschoben. Mir stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Loch ist jetzt aber tief genug und es ist komplett versenkt. Klar, da kommt dann nochmal die Pappe weg. Dann kommt es nochmal ein paar Millimeter tiefer. Vielleicht so 2. Aber allerdings muss ich hier wahrscheinlich irgendwie eine Langmuffe einbauen. Weil so geht's nicht. Da muss ich nochmal gucken. Weil es ist genau kacke. Es sei denn, ich gehe mit meinem Loch hier noch ein bisschen weiter, aber ist jetzt 8 Uhr. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr stemmen. Ich saug das jetzt hier einmal sauber und dann bleibt es dabei erstmal für heute. Also soweit, also es sitzt wirklich gar nicht mehr drauf und soweit sollte es sitzen. Das heißt, das ist genau die Länge, die mir fehlt. Wenn ich hier ein Stück abschneide, eine Muffe drauf schiebe, dann kann ich das hier drauf schieben. Also es geht schon. Kriegen wir hin. Erstmal dann bis morgen. So, erstes Mal, dass ich hier das Ding ausprobiere. Noch herausfinden, wie man das runterfährt hier. Also man muss es hier erstmal lösen, habe ich mir so gedacht. Jawohl, das war ein bisschen angeknallt. So, jetzt kann ich hier mit dem Motor komplett ablassen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ich lasse es jetzt einfach so weit ab, dass es so tief ist, wie das, was ich mit der Handfräse gemacht habe. Jetzt ziehe ich das hier wieder an. Okay, mal gucken. Das sieht gut aus. Jetzt mache ich mir hier noch den Staubsauger an. Muss auf jeden Fall noch niedriger. Ja.
Geil.